Mittlerweile hat Apple die vierte Beta von iOS 15 für Entwickler und Public Beta Tester veröffentlicht und in diesem Video möchte ich euch gerne einmal alle Änderungen und Neuerungen zeigen und natürlich auch auf die Bugs eingehen, die Apple in diesem Update gefixt hat. Wenn du in Zukunft keine ähnlichen Videos mehr zu neuen iOS Beta Versionen verpassen möchtest, dann lass jetzt gerne ein Abo da und wir schauen uns iOS 15.1 Beta 4 direkt nach dem Intro etwas genauer an und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Das erste, was Apple in iOS 15.1 Beta 4 geändert hat, ist, dass die Widgets nach einem Neustart direkt erscheinen. Vorher wurden sie immer noch so langsam geladen, das heißt, die Widgets waren leer und hatten hier dann eben so einen grauen Kasten und wurden dann nach wenigen Sekunden geladen. Mittlerweile ist es aber so, dass nach einem Neustart die Widgets direkt da sind, was ich persönlich sehr cool finde. Seit iOS 14 ist immer nur so ein grauer Kasten da gewesen und das Ganze wurde jetzt im Grunde genommen erst richtig mit diesem Update gefixt, was ich sehr cool finde und dazu könnt ihr mir mal gerne eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben, ob euch das Ganze ebenfalls aufgefallen ist. Vor wenigen Tagen hat Apple erst iOS 15.0.2 als Bugfix-Update für alle Nutzer veröffentlicht und in diesem Update wurden unter anderem Bugs mit den AirTags in der Whoist-App behoben, aber auch mit dem MagSafe Wallet der zweiten Generation, was ebenfalls Probleme gemacht hat. Außerdem gab es einen iMessage-Bug, der behoben wurde, einen Speicher-Bug, der behoben wurde und auch Probleme mit CarPlay wurden in iOS 15.0.2 behoben und all diese Dinge wurden ebenfalls in diesem Update auf iOS 15.1 Beta 4 behoben. Viele Nutzer hatten Probleme mit dem Touchscreen, gerade innerhalb der YouTube-App. Da ließ sich der Touchscreen manchmal nicht bedienen und man konnte eben hier nicht durch YouTube scrollen. Und diesen Bug hat Apple jetzt mittlerweile in diesem Beta-Update behoben. Das heißt, solltet ihr irgendwie Touch-Probleme gehabt haben, dass euer Display nicht richtig reagiert in einigen Apps, aber auch auf dem Homescreen oder natürlich im normalen UI, sprich in den Einstellungen oder ähnlichen Apps, dann wurde das jetzt ebenfalls in diesem Update gefixt. Also alle Touch-Probleme, die irgendwie mit neueren iPhones vorhanden waren, wurden in der vierten Beta von iOS 15.1 behoben. Ansonsten ist iOS 15.1 Beta 4 hauptsächlich ein Bugfix-Update, das heißt äußerlich hat sich hier jetzt nicht mehr wirklich etwas getan. Daher denke ich auch, dass sehr bald iOS 15.1 mit den Features wie SharePlay, aber auch Apple ProRes für die neuen iPhone 13 Pro Modelle für alle bald verfügbar sein wird. Ich gehe davon aus, dass innerhalb der nächsten paar Wochen tatsächlich iOS 15.1 bereits veröffentlicht wird. Und wie gesagt, in diesem Update war jetzt nicht allzu viel Neues, im Grunde genommen die ganzen Probleme, die eben mit iOS 15.0.2 behoben wurden, wurden auch in diesem Update behoben. Ich habe in den letzten Tagen von euch vermehrt Nachrichten bekommen, dass der Akku mit iOS 15.0.2 nicht mehr so zuverlässig ist und ich hoffe sehr, dass Apple diese Probleme nicht mit in iOS 15.1 nimmt, in diesem Fall in diese Beta 4, sondern dass dann mit iOS 15.1 für alle hoffentlich diese Probleme gefixt werden. Gerne könnt ihr mir dazu eure Erfahrungen mal unten in die Kommentare schreiben und wenn ihr weitere Änderungen gefunden habt in iOS 15.1 Beta 4, dann lasst es mich ebenfalls gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr über einen Daumen nach oben freuen und natürlich könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, damit ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpasst. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!